Hallöchen, willkommen beim letzten Part dieses Let's Plays. In diesem Part werden wir direkt Fahrzeuge fangen. Ich habe es ja schon im letzten Part schon gesagt. Und jetzt werden wir es auch umsetzen. Zuerst müssen wir zum Himmelsturm. Denn dort wartet direkt Fahrzeuge bereits auf uns. Haben wir denn einen Schutz dabei? Nee, haben wir leider nicht. Schade, oder? Nee, schade, wir haben keinen Schutz dabei. Naja, macht nichts. Gehen wir einfach mal so rum. Zum Himmelturm. Die Trainer haben ja alle ausgeschalten. Ich glaube, diese ganzen wilden Pokémon-Kämpfe werde ich einfach mal überspringen. Die sind eher nervig als sinnvoll. So, nach Rayquaza kann man erst nach der Liga gegenüberstehen. Erst dann öffnet sich hier dieser Felsen hier und man kommt da durch. Vor der Liga geht es noch nicht. Das geht erst nach der Liga. So, hier ist der Himmelturm. Und ich würde sagen, ich gebe erstmal einem Pokémon den Rauchball, den wir gerade nicht dabei haben. Fail. Na gut, dann müssen wir halt gegen die Pokémon kämpfen, die uns nicht fliehen lassen wollen. So, Himmelturm. Ja, ein finsterer Turm. Wo nur die stärksten Pokémon in diesem Spiel erscheinen. Hier ist eins. Ein Flunkerwirbel 50. Tja. Ihr seht, hier ist ein. Dieser Ort ist super zum Trainieren. Falls ihr eure Pokémon nach der Liga noch trainieren wollt. So, hier ist es ein bisschen tricky. Jetzt müssen wir hier über diese Dinger rüberfahren. Ohne dass hier sowas passiert. Sonst müssen wir den ganzen Blödsinn nochmal machen. Und auch diese wilden Pokémon werden uns dann auch wieder nerven. Das ist hier der Nachteil an diesem Turm. Naja. Und dieses Golbat lässt uns nicht fliehen. Das ist ein Grund, warum ich den Rauchball gerne dabei hätte. Ein paar Pokémon meinen. Nein, diesen Trainer. Die, natürlich. Natürlich kommt jetzt ein Horrorblick. Natürlich. Ey, leck mich doch am Arsch. Hier. Du willst kämpfen? Bitteschön. Was hast du jetzt davon, wenn du kämpfen willst, blödes Golbat? Das hast du selbst eingeborgt. Tja. Ich hasse dich. Verwirrung ist so ziemlich das Nervigste, was es gibt. Mit Paralyse auch noch. So, hier, ich überschwemme es den ganzen Turm. Natürlich, natürlich. Wisst ihr was? Ich hole schnell den Rauchball. Ach, wenn ich dieses Golbat hier besiegt habe. Jetzt aber. Tschüss. Ja, wie der scheiß Golbat-Viech da. So. Schade, dass wir unser Schaufler-Pokémon nicht mehr da haben. Sonst könnten wir einfach Schaufel einsetzen und müssten nicht extra wieder zurücklaufen zum Ausgang. So, fliegen. Ich fliege zurück nach Floßbrunn und hol schnell den Rauchball. Den haben wir in der Box abgelegt. Ja, dann werden uns diese scheiß Pokémon nicht mehr nerven. Ich sag nur Golbat. Das Golbat wäre das perfekte Beispiel eines nervigen Pokémons. So, nehmen. Oh, ich habe die Sonderbombe ja über. Ja, noch. Sowas aber auch. Ich glaube, die nehme ich gleich mit. 1, 2, 3, 4, 5. Und wo ist denn das? Der Rauchball ist hier und ich mache mal kurz Pause. So, bin wieder hier. Haben wir denn den Rauchball dabei? Warum geht jetzt da nichts mehr? Klappt, es geht hier nichts mehr. So, was auch immer das war, es wurde gefixt. Den Rauchball haben wir jetzt hier und ich gebe ihn Shiny Metal einfach mal. Der EP-Teil ist jetzt überflüssig, denn wir haben ja die Liga eigentlich schon durch. Wir kämpfen nur noch gegen das Rayquaza, fangen es ein. Und ja, dann ist das Let's Play auch schon vorbei, mal wieder. Erinnert mich irgendwie an das Let's Play. Déjà vu. Okay, die Kämpfe werde ich wieder speeden, die sind eher uninteressant. Ja, ihr seht, was da auch bei macht. So, ich zeig's euch gleich mal. So, Flucht. Das Pokémon hüllt sich in Rauch ein und flieht dadurch. Erinnert mich irgendwie an Team Rocket mit dem Smogmog. Der setzt ja
James macht mal eine Rauchwolke ein und dann verpissen sie sich dadurch immer. So ist es hier auch, kann man sich so vorstellen. Bloß, dass unserem Shiny Metal eine Rauchwolke einsetzt, in Anführungsstrichen geschrieben. So. Himmelturm. Gut, ich bin hier in Speedig, wir kennen das Ganze jetzt schon. Na verdammt, was soll die Scheiße? Ah, dieses Flunkäfer versucht uns mal wahrscheinlich nicht fliehen zu lassen. Allerdings haben wir ein Mittel dafür. Das Item, was wir gerade mitgenommen haben. Es heißt Rauchball. So, jetzt werden uns die Pokémon nicht mehr langweilen. So, jetzt steigen wir wieder auf unser Rad und es geht weiter. Super geschafft. Okay, soweit so gut. Und hier taucht wieder ein nerviges Pokémon auf. Zwirklop. Die Entwicklung von Zwirlicht. Und Level 51. Boah, nicht schlecht. Also die Pokémon, die hier auftauchen, sind richtig, richtig gut. Und auch ein bisschen gruselig, muss man schon zugeben. Ah, Flunkkiffer. Hier in diesem Turm versammeln sich Kiffer und Geister. So, tschüss Flunkkiffer. Und weiter geht's ins nächste Erdgeschoss. So, das ist hier auch wieder ziemlich schwierig. Okay. Und? Ah, perfekt. Beim ersten Versuch geschafft. Alter Schwede, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und wir sind oben. Na, noch nicht ganz. Ein Stockwerk haben wir noch. Ganz schön fies gebaut. Man muss immer den längsten Weg nehmen. Ins nächste Erdgeschoss. Sehr klapp. Ich werde noch bekloppt, wenn hier noch weiter... Boah, Level 54. Also je höher man auf den Turm aufsteigt, desto... stärker werden die Pokémon, kommt mir irgendwie vor. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, wahrscheinlich ist es ein Golbat, oder? Golbat? Natürlich, Golbat. Ich hab's mir irgendwie gedacht. Und ja, die Level werden tatsächlich immer stärker. Dieses Golbat hätte uns wahrscheinlich nicht fliehen lassen wollen, aber naja, mit dem Rauchball können wir immer fliehen, selbst wenn wir ein Level 1 Pokémon jetzt haben. So, wir sind oben. Hallöchen, Rekwatzer. Und ich schalte mal schnell die Musik aus. Bis gleich. Hallöchen, Leute. Na, seid ihr bereit für den letzten Kampf in diesem Let's Play? Ich bin bereit. Also, Rekwatzer. Los geht's. Da ist es. Rekwatzer. Das Drachen-Pokémon und Flug-Pokémon und auch das Pokémon im nächsten drittes Generations-Let's Play, Pokémon Smaragd. Und los geht's! Wir setzen zuerst unser Shiny Metal ein und versuchen es mit einer Drachenklaue zu schwächen. Oh, Turbo-Tempo, müsste aber nicht so viel abziehen, denn Turbo-Tempo ist nur eine normale Attacke. Und ja, Shiny Metal ist total uneffektiv gegen normale Attacken. So, hier zerkratzen wir den ersten Mal. Ah, oh Gott, das sieht ja gar nichts ab. Na ja, gut, Rayquaza hat ja auch Level 70. Uiuiui, Wutanfall. Ah, das sieht ein bisschen mehr ab, obwohl sie nicht effektiv ist. Also, ja, obwohl sie nicht sehr effektiv ist. Jetzt hoffe ich auf einen Volltreffer und wir haben einen Volltreffer. Sehr schön. Oh, rastet aus! Boah, Rayquaza geht ganz schön ab mit seinem Wutanfall. Nicht schlecht. Okay, ich probiere es mal mit Voltenso und versuche ihm eine Paralyse-Statuswendung zu geben. Oh, er ist verwirrt. Sehr schön. Und jetzt heißt es Donner. Es ist legendär, das heißt, es hat einen Donner verdient. Nein, es ist keine Erholung. Och Gottchen, warum kannst du Erholung? Ah, Erholung ist genau die falsche Attacke. Scheiße, ist keine Erholung. Ich schmeiß jetzt einfach mal einen Ball, vielleicht haben wir ja Glück. Und es ist schon drin. Auch wenn ich es überhaupt nicht anzweifle. Obwohl ich überhaupt daran glaube. Natürlich.
Dieses Pokémon wird schwer zu fangen sein. Naja, solange es schläft, haben wir noch gute Chancen, dass es keine heftige Attacke einsetzt. Und ich habe vergessen, einen Save State zu machen. Scheiße. Na gut, dann setze ich den Save State halt jetzt. So. Und es ist aufgewacht. Oh nein. Und es ist nicht mehr verwirrt. Oh nein. Und es setzt Turbo-Tempo ein. Oh nein. Der Wutanfall wäre schlimmer gewesen. Oh, Turbo-Tempo zieht aber auch nicht gerade wenig ab. So, jetzt bitte eine Paralyse. Nein, okay, ich probiere es jetzt mal mit einem Ball. Wenn es Erholung einsetzt, dann haben wir eh alles wieder für die Katz gemacht. Das heißt, ich schmeiße jetzt mal einen Ball. Vielleicht haben wir ja Glück. Eins, zwei. Ah, aber das war schon mal... Nein, es kommt eine Erholung, scheiße. Das wäre schön gewesen, wenn es sehr schön drin wäre. Dann wäre das Play aber schnell vorbei gewesen, wie im Saphir Let's Play. Da haben wir auch einfach nur einen Ball geschmissen. Ne, da haben wir es ja auch einfach nur besiegt. Ja, mach ruhig ein Nickerchen. Schadet ja nicht, ne? Dreikwarzer. Du hast noch Sendepause bis zum Smart Let's Play. Erst dann kommst du richtig zum Vorschein. So, hier noch ein Donner für dich. Also irgendwie trifft jetzt jeder Donner. Was für ein Glück eigentlich. Normalerweise trifft ja der Donner nicht so häufig. Und ich glaube, einmal Schockwelle geht noch. Oder ich mache Donnerblitz. Donnerblitz geht auch. Keine Erholung. Gut. Nein, Turbo-Tempo ist... Oh, jetzt killt sogar mein Pokémon. Scheiße, ey. Warum killst du mein Pokémon? Okay, ich probiere es nochmal mit einem anderen Pokémon. Ich teste jetzt mal Tropius. So, okay. Und jetzt... flieg davon. Nein! Jetzt setzt der Wutanfall ein. Warum? Bist du wütend, hä? Bist du irgendwie angepisst? Scheiße, Volltreffer. Nein, okay. Vielleicht Welser. Vielleicht Welser kann vielleicht ein bisschen standhalten gegen Rayquaza. Ich probiere es mit einer... Ich tauche mal unter. Wolke, raste aus! Raste doch nicht aus. Der sollte mal zu einer... zu einem Anti-Aggressionskurs gehen. Der rastet ja immer aus. So, hier, Normal, ein Taucher. Was heißt denn Normal? Das ist dein erster Taucher, den du jetzt abkriegst. So, jetzt wäre es schön, wenn es sich selbst verletzen würde. Ich muss meinen Laser jetzt heilen, Erholung. Jetzt bitte selbst verletzen, das wäre das Schönste, was jetzt kommen würde. Natürlich. Natürlich! Was soll die Scheiße? Warum kann man Quatsch Erholung? Das haben die Macher mit Absicht gemacht. Das haben wieder die Japaner mit Absicht gemacht. Damit es wieder ein bisschen Zeit herauszögert. Damit man das Spiel nicht so schnell durch hat. Da gehe ich jede Wette drauf ein. Wie bei einem Yu-Gi-Oh! Let's Play. Die Macher von dem Yu-Gi-Oh! Spiel haben das auch immer bis ins... geht nicht mehr hinausgezögert mit dem Safe... mit dem Speierpunkt. Die waren immer so weit entfernt. Okay, ich schmeiß das in den Ball. Ist mir scheißegal. Wir haben ja noch einen Timerball, den können wir auch noch einsetzen, wenn der Kampf wirklich noch lange dauern soll. Nein! Du gehst jetzt in den Ball, Rayquaza. Damit das klar ist, ja? Ansonsten, also ich gebe dem Part maximal eine Stunde, aber nach einer Stunde werde ich speeden. So, ja, du bist aufgewacht, ich weiß. So, jetzt selbst verletzen, bitte. Du bist doch so ein Emo, oder, Rayquaza? Nein, natürlich nicht. Wenn meine Pokémon verwirrt sind, dann verletzen sie sich immer selber. Aber wenn der Gegner verwirrt ist, nie. Und das ist jetzt ein Volltreffer, oder? Nee. So, Erholung. So, ich kann auch Erholung. Natürlich wird es jetzt keine Selbstverletzung sein, oder? Habe ich mal anders getippt. Ja, egal. So, hier ein Nickerchen für Absol. Hey, Quarte, du hast doch auch ein Nickerchen verdient, oder? Egal, komm. Oh, wo war ich? Ich habe noch eine blaue Flöte, stimmt ja. Wo ist die blaue Flöte? Wo ist die blaue Flöte? So, hier. Absol ist aufgewacht und Rayquaza ist nicht geführt. Scheiße, es fliegt da. Nein, es kann fliegen. Oh, scheiße. Scheiße, Doppelteam. Nein, der steppt drauf. Scheiße. Kein Volltreffer. Der Fliegenweit stärker ist der Drachenwut-Angriff. Obwohl Drachenwut auch Step drauf war. Rayquaza ist ja ein Drachen- und Flug-Pokémon. Eieiei. Okay, Stärke. Rayquaza rastet mal wieder ein bisschen aus.
und killt meinen Logak mit einem One-Hit-Kill. Alter, wie Schwede. Unsere Pokémon sind zu schwach. Na gut, die haben ja. Rayquaza hat ja auch Level 70. Scheiße. Okay, ich schmeiß einen Ball. Ich schmeiß jetzt einfach nur noch Bälle. So, Hyperball. Scheiß auf Schwächen. Jetzt werden Bälle geschmissen. Na, das überlebst du doch, Vesa. Das überlebst du. Das überlebst du. Das überlebst du. Oh. Okay. Jetzt muss ich sich selbst verletzen, ansonsten werden wir verlieren. Ach, scheiß drauf. Ich schmeiße jetzt einfach nur noch Bälle. So, hier, Ball. Für dein Vesa. Eins. Nein. Ich bin verwirrt. Ich verletze mich selber. Autsch. Jetzt ist glaube ich die Zeit für einen Timerball. Und? Eins, zwei, drei. Schade. Ah gut, aber es verletzt sich sehr schön viel selber. Das ist schon mal gut, ne? So, hier. Bleib bitte drin. Nein! Wieder selbst verletzen, verletzt sich wieder selber. Natürlich, verletzt es sich selber. So gut, welche Ach so, weil es das unser letztes Pokémon. Ach scheiße, warum habe ich das? Ich habe das gar nicht gesehen. Na gut. Okay, schnell ein Pokémon heilen. Schnell unsere Pokémon heilen. Schnell unsere Pokémon heilen. Alter, wie lange ist denn das verwirrt? Ja gut, gut, dass wir unser Pokémon wiederbelebt haben, sonst sind wir jetzt verloren. Okay, jetzt heißt es ein bisschen wieder. Jetzt heißt es an. Ja, wiederbeleben. Jetzt müssen wir unser Pokémon wiederbeleben, bis es nicht mehr geht. So, Shiny Metal hält am meisten aus, deswegen belebe ich ihn jetzt auch wieder. Und er ist nicht mehr verwirrt, scheiße! Und wird dann. Wurde er dann noch Wutanfall? Ja, das war's für Voltenso. Müssen wir ein bisschen hin und her wiederbeleben, bis es wieder verwirrt ist und ja, sich selbst verletzen tut. Oder bis es keine AP mehr hat und Verzweifel einsetzt und wir dann Hyperbälle schmeißen können, sodass es dann drin ist. Das überlebst du, Shiny Metal, ich glaube an dich. Alter, wie stark ist ein Rayquaza, Mensch? Ist es doch... Also Rayquaza wird voll überschätzt, aber langsam glaube ich... Es ist zu Recht überschätzt worden von manchen Spielern. Also wenn ich gegen manche Spiele so Wi-Fi Battle. Scheiße, jetzt habe ich mich vertippt. Dann setzen sie meistens immer so Legis ein. Meistens Rayquaza oder Deoxys. Weil die Pokémon ja angeblich so cool sind, aber jetzt verstehe ich auch, die sind wirklich cool. Na toll, ich habe mich doppelt vertippt. Ne, hab ich ja schon einmal vertippt. So, es schläft zum Glück. Jetzt nutzen wir gleich die Gelegenheit und wiederbeleben Shiny Metal wieder. So. Das ist jetzt ein bisschen Taktiererei hier bei Rayquaza, aber es ist ja auch viel zu stark. So, hier ein Hypertrank, damit Shiny Metal wieder volle KP hat. Und jetzt belebe ich noch ein weiteres Pokémon wieder, damit wir ein bisschen Polster haben. Wir haben nur noch 10 Beleber haben wir. So, Rayquaza ist aufgewacht. Und es ist verwirrt. Bitte selbst verletzen. Ja, sehr schön. Gut, jetzt tue ich nochmal Erholung einsetzen. Selbst verletzen. Es hört auf mich, cool. Das ist ja schon mal ein Anfang. Wenn du jetzt auch noch auf mich hörst und in dem Ball drin bleibst, dann bist du wirklich eins meiner Pokémon, das wirklich auf mich hört. So, jetzt noch eine blaue Flöte, wenn es geht. Blaue Flöte hier. Es ist nicht mehr verwirrt und es fliegt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Können wir denn... Ne, wir können jetzt nichts mehr machen, weil es fliegt. Wenn es fliegt, dann können wir auch keine Bälle schmeißen. Das heißt, ich muss wieder ein Pokémon wiederbeleben. Sonst würden wir ja eine Runde aussetzen und es ist nicht so gut, immer eine Runde auszusetzen. So, ich belebe Voltenso einfach mal wieder. Und zack. Fliegen one-hitted jetzt zur Welse wahrscheinlich, oder? Boah, nicht, okay. Dann nochmal Erholung. Ah, wir setzen auch Erholung ein. Was ist denn das für ein langweiliger Kampf? Alle tun nur pennen. Die langweilen sich zu Tode.
So, aber im Gegensatz zu Rayquaza kann unser Laser auch im Schlaf angreifen. Und zwar Schnarcher. Rayquaza schläft tief und fest. Laser schläft tief und fest und schnarcht wie ein Bekloppter. Unglaublich, Rayquaza müsste bei diesem Geschnarche doch eigentlich aufwachen. Rein vom Logischen her. So, Hyperball. Ich schmeiß jetzt mal wieder nochmal einen Hyperball, einfach mal so. Naja, natürlich bringt's nicht, ist halt der volle KP, daher ist es sinnlos, jetzt einen Hyperball zu schmeißen. Ich glaube, ich setze wieder Stolos ein. Mit einer Drachen, ich glaube, das war das beste Mittel gegen Rayquaza. Tja, okay, perfekt, er erholt sich wieder. Wenn jetzt Drachenklaue ihn so weit schwächt, dass es nur noch rot im roten Bereich ist und ja, nicht aufwacht, dann haben wir noch einen Status-Effekt Bonus und dann müsste es am besten zu fangen sein. Allerdings beträgt die Chance selbst dann nur 2 bis 3%, dass es in dem Ball drin bleibt. Also ja, also ihr seht, legendäre Pokémon zu fangen ist nicht leicht. Vor allem, wenn es Level 70 hat und unser Team nur aus Level 50er Pokémon besteht. Und es ist aufgewacht. Nein! Dann ist jetzt wieder Fliegen ein. Was soll denn das? Was willst du, wem willst du damit was beweisen? Donner. Donner funktioniert auch bei fliegenden Pokémon. Na, aber diesmal geht der Donner daneben. So, hier Donner. Er rastet wieder aus. Wird der Shiny-Metal überleben? Ja, er überlebt es. Okay. So, jetzt kriegst du mal schön Donner ab. Paralyse wäre jetzt schön. Bitte, Paralyse! Nein! Gut, dann eben was anderes. Ich belebe mein... Quatsch, ich setze wieder einen Hypertrank ein. Zack. Ich glaube, wir heilen eher unsere Pokémon, als dass wir das Pokémon versuchen zu fangen. Kommt mir so vor. Na naja, gut, diese Wutanfall-Attacke, die ist so heftig. Die haut so übelst rein immer. So, ich muss sicherstellen und meinen Stolos wieder ein bisschen heilen. Und dann schmeiße ich weiter mit Bällen. Jetzt hoffe ich, dass Rayquaza sich selbst verletzt. Dann können wir es nochmal versuchen, mit Pokébällen zu fangen. Und natürlich kommt Erholung. Toll. Natürlich könnte ich jetzt Regentanz einsetzen, dann würde Don immer treffen. Aber Rayquaza hat eine Fähigkeit, dass es, glaube ich, die Wettereffekte aufhebt. Habe ich, glaube ich, so im Gefühl. Ich kenne Rayquazas Effekt nicht so wirklich. Es hat auf jeden Fall was mit dem Wetter zu tun, das weiß ich. Nein! Es bleibt doch endlich in dem Ball drin. Scheiß Rayquaza. Bleib in den Ball. Bleib in den Ball. Bleib in den Ball. So dass das Let's Play beendet ist. Bleib in den Ball, du grüne Scheiße. Bleib endlich in dem Hyperball drin, du kleiner Scheiße. Gut, es verletzt sich mal selber. Was heißt hier mal wieder? Ja, doch, mal wieder hat sich schon verletzt. So, jetzt habe ich hier eine Drachenklaue für dich. Nein! Warum fliegst du jetzt schon wieder? Auf zu fliegen! Mein Shiny Metal kann nicht fliegen. Das macht ihn voll neidisch. Dafür ist Shiny Metal ein Shiny. So, jetzt setze ich meinen Ring ein. Tanz ein und schau, was Rayquazas Effekt eigentlich bringt. Okay, Rayquazas Effekt zeigt irgendwie keine Wirkung. Ja, gut, Rayquaza schläft jetzt mal wieder ein bisschen. Verdammt, ich hätte es nicht um 20 Uhr aufnehmen sollen. Hä? Okay, es funktioniert. Rayquazas Effekt bewirkt wahrscheinlich, dass Donner jetzt nicht mehr trifft, obwohl es regnet. Das ist Rayquazas Effekt. Ja, es funktioniert. Okay, jetzt verstehe ich Rayquazas Effekt. Scheiße. Okay. Hyperball. So. Bleib doch bitte drüben! Eins! Nein! Rayquaza schläft tief und fest! Es geht weiter! So, Dragon Claw. Langsam wird's langweilig. Für euch wahrscheinlich nicht, weil die Musik, glaube ich, so episch ist. Habe ich so das Gefühl. Aber langsam fängt an, die Musik mich zu nerven. Bleib in dem Ball, bleib in dem Ball, Rayquaza, bleib in
Stunde auf Wutanfall einsetzen! Meine Fresse, bleib endlich im Ball drin, bleib in dem Ball drin. Okay, ich probiere es jetzt mit der Doppelteam-Taktik. Kann ja sein, dass das auch funktioniert. Oh, Quarter ist verwirrt. Oh, es fliegt. Na gut, fliegen ist immer gut. Oder fast immer gut. Na gut, fliegen hat nicht so besonders die Genauigkeit. Die hohe Wahrscheinlichkeit, dass es trifft, meine ich. Und wenn wir Doppelteam einsetzen, ist die Wahrscheinlichkeit noch geringer. Oh, es verletzt sich selber. Okay. Es fliegt und verletzt sich im Flug selber. Was will man mehr? Während wir jetzt unseren Fluchtwert erhöhen. Der Quarter ist verwirrt. Jetzt nochmal fliegen wir schön. Oh, das ist natürlich auch schön, ja. Das ist uns auch ganz schön. Nochmal Doppelteam. Ich glaube, langsam müssen wir uneffektiv langsam gegen seine Attacken sein. Nein, es ist nicht verwirrt. Keine. Oh, gut, nochmal. Ja, jetzt setzen wir nochmal Fliegen ein. Jetzt hoffe ich, dass der Fliegenangriff daneben geht. Sonst, wenn er trifft, Sub soll leider down. Und das wollen wir ja nicht, ne? Ja, okay. Ich wusste es, dass der Fliegenangriff jetzt nicht trifft, weil Fliegen ist eh schon so ungenau. Und mit dem Doppelteam haben wir ja eh schon unseren Fluchtwert erhöht. Oh, jetzt setzt er sogar noch Erholung ein. Was soll denn die Scheiße, ne? Na gut, jetzt können wir Schwertanz auch noch einsetzen. Das ist auch eigentlich gar keine dumme Taktik jetzt. So, dann zieht immerhin Absol dem Rayquaza endlich mal immer was ab. So, hier Schwertanz. Ich setze Schwertanz nur zweimal ein, weil ich es nicht riskieren möchte, dass Absol jetzt Rayquaza killen tut mit einem Volltreffer oder sowas. Falls der Angriff doch ein bisschen stärker ausgehen sollte. So, hier nochmal Schwertanz und dann schaue ich mal mit einem Aeros. Und ich werde jetzt Absol ein bisschen heilen, genau das wäre das Beste. Ich heile jetzt Absol und zwar nicht mit der Erholung-Attacke, sondern mit einem Hypertrank. Wo ist denn da ein Hypertrank? Hier. So. Und es ist aufgewacht. Und es versucht wieder zu pennen, aber es hat bereits alle KP. Ah, der Wutanfall geht daneben zum Glück. Perfekt. So stelle ich mir das vor. Absol Taktik zeigt seine Wirkung. Nein, es fliegt wieder. Oh Gott. Hör auf zu fliegen. Schwules Rayquaza. Hör auf zu fliegen. Und mir fällt kein Reim auf Rayquaza ein. Ah, jetzt haben wir es super geschwächt und jetzt, ich glaube, es ist die Zeit für den Hyperball nochmal dran. So, Hyperball! Nein! Ich habe jetzt alles drauf gehofft, dass diese Pokémon jetzt im Ball drin ist. Okay, was mache ich denn jetzt? Doppelteam, ich weiß, bringt zwar nichts, aber ja, wir müssen ja irgendwie was machen. Pokéball schmeißen können wir nicht. Und ja, und ich möchte auch kein Schwertanz einsetzen, weil ich glaube, das müsste jetzt so reichen mit dem Angriffswert. Nein, jetzt bleib doch drin. Mensch, Rayquaza, ich weiß, du bist so stark und so episch stark und mächtig und so, aber du bist ja auch nur ein Pokémon, ne? Und jedes Pokémon ist fangbar. Fast jedes Pokémon, das Knorke im Pokémon-Turm ist zum Beispiel nicht fangbar. Aber es ist auch das einzigste Pokémon, was man nicht fangen kann. Ansonsten kann man jedes Pokémon fangen. Jedes von A bis Z. Jedes von Missing No bis... Scheiße! Was hast du jetzt getan? Rayquaza, was soll die Scheiße? Bleib in den Ball drin, bleib in den Ball drin. Rayquaza. Also gleich speedy. Was soll der Müll? Was soll der Müll? Bleib in dem Ball und hör auf auszurasten. Es ist verwirrt. Jetzt nicht selbst verletzen, sonst bist du bald tot. Ich bin der beste Sänger der Welt, ich weiß. Ich bin der neue Justin Bieber. Oh, das hätte ich jetzt nicht sagen sollen. Jetzt verletzt sich Rayquaza zu Tode. Selber. Oh nein. So, jetzt bleib in dem Ball drin. Jetzt wirst du wahrscheinlich erst recht nicht in dem Ball drin bleiben, weil ich gesagt habe, ich bin der neue Justin Bieber. Hä? Okay. Das wäre jetzt episch gewesen, wenn es drin wäre. Nicht selbst verletzen. Nein! Oh!
ich dachte schon, jetzt passiert irgendwas Ungeiles. Rekwatzer hat sich selber gekillt. So, Schnarre. Nein, warum setzt die Schnarre ein? Ey, bin ich bekloppt? Okay. Ich habe Rekwatzer getötet. Unbeabsichtigt. Ich dachte schon... Nochmal laden. Und jetzt werde ich speeden, jetzt habe ich keine Lust mehr. Nein, falscher Save. Hier. So, jetzt schmeiße ich einfach nur auf Bälle, ist mir egal. So. Hyperball. 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 Hey, cool, das funktioniert doch, wenn man fliegen, wenn das Pokémon fliegt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. So, Hyperball. Tschüss. Nein, Hyperball. Nein. Hyperball. Ah. Scheiße, das wird total schwer jetzt. Gut, dass wir hier eine Speed-Taste haben. Ich wollte ja eigentlich, ich habe im letzten Part habe ich zwar gesagt, ich werde überhaupt nicht speeden, aber langsam erkenne ich, wie dumm dieser Satz war, den ich im letzten Part gesagt habe. Ich ignoriere den einfach. Ich habe diesen Satz im letzten Part nicht gesagt, dass ich nicht speeden werde bei Rekwatzer. Alter, wie schwer ist denn das? Ah! Okay, nochmal. So leicht lasse ich mir nicht auf mir sitzen. Du bleibst jetzt gefälligst drin. Du grüne schwule Sau. Scheiß Rekwatzer. Bleib in der Ball drin. Sonst kannst du dich auf etwas Böses einstellen. Oh mein Gott. Bleib doch drin, Mensch. Okay, ich greife dich nochmal an. Stärke. Nein, kein Fliegen. Nein, Logok, nein. Alter. 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 Boah. Okay, jetzt ein Timerball. Jetzt riskiere ich alles auf diesen. Also vorhin hat man doch Glück gehabt. Also hätte der Timerball den vorhin jetzt gefangen, hätten wir Rekwatzer schon längst abhaken können. So, hier, Timerball. Oh, geil, Tropius hat überlebt. So, letzte Chance. Oh, vorbei. 1, 2 oder 3, letzte Chance. Oh, vorbei. Mann, ist das nervig. Er hat mich voll an Regis gestern. Regis hat auch so rumgezickt. Ich glaube, das hat sich Rekwatzer von Regis abgeschaut. Ne, Rekwatzer? Habt ihr eine Verschwörung gegen mich gestartet oder was? Ja, das ist normal, dass Pokémon so zäh sind. Also ich meine legendäre Pokémon. Ich meine, Rekwatzer hat nur eine Fangrate von 1 oder 2, glaube ich. Alter, nein, jetzt hier Tropi... Ey, egal. Jetzt bleibt doch endlich drin. Alter, wie oft killt uns Rekwatzer jetzt? Mensch! Ist das frustrierend? Hallo? Hallo? Hey! Das ist langsam nicht mehr lustig! Nochmal! Alles eine Frage der Geduld. Mit Geduld schafft man alles. Ich bin ja der Geduld. Ich habe vergessen, die Sonderbombs einzusetzen. Oh mein Gott. Bleib doch. Was soll das? Ich. Nein, nicht schließen. Hier. Boah. Gut, dass ich angefangen habe, jetzt zu speeden. Sonst wäre ich hier echt noch ewig lang beschäftigt dran. Nein! Warum ist wohl dein Zutrauen?
Ist mir egal, du bleibst jetzt drin, ja? Dieses Rekwarze will mich dieses Let's Play nicht beenden lassen. Ich freue mich schon auf das Mark Let's Play. Wenn Rekwarze jetzt schon rumzickt und uns jetzt nicht fliehen lässt, dann wird es ins Mark Let's Play ein Traum sein. Oh Gott, ich würde es nie anfangen wollen, dieses Mark Let's Play. Weil ich mich jetzt immer an diesen Moment zurückerinnern werde, wenn ich daran denke, dass ich das nochmal durchspielen muss, dieses dritte Generation Spiel in Höhen. Und tschüss Nommel. Also zum wievielten Mal haben wir jetzt verloren? Schreibt so einen Kommentar. Oh nee, ich wollte damit eigentlich gar nicht anfangen, aber ja, jetzt muss ich damit anfangen. Weil mir langsam die Sprüche mal wieder ausgehen, dank diesem grünen Schwuchtel-Pokémon. Ey, Rekwarze, was ist los mit dir? Du hast gerade keine Pizza spendiert und jetzt werde ich dich nicht mich einfangen lassen, sondern raste hier aus. Soll ich vielleicht Gronner mitnehmen? Ich glaube, das würde Rekwarze ein bisschen Respekt gegenüber mir verschaffen, sodass es dann im Ball drin bleibt. Wobei, ich schulde gerade noch eine Pizza, stimmt. Da wird es wahrscheinlich sich weigern, gegen Rekwarze anzutreten. Vermute ich jetzt mal. Jetzt aber... Ey, du grüner Scheißbeutel, du bleibst jetzt mit dem Ball drin, ja? So, wie viele Bälle haben wir jetzt geschmissen eigentlich? Mensch! Alter, 1 KP, er leckt mich am Arsch. Boah! Okay, okay. Scheiße. Was mache ich da? Alter, ich will dieses Let's Play endlich fertig haben, Rekwarze, ja? Ich will jetzt nicht 2-3 extra Parts wegen dir starten müssen, ja? Das kannst du knicken. Also gleich mache ich es ausdrehen. Wenn der Part noch länger als eine Dreiviertelstunde dauert, mache ich es ausdrehen. Weil momentan habe ich eine halbe Stunde gerade, um versuchen, Rekwarze zu fangen. Wenn es eine Dreiviertelstunde jetzt wird, dann werde ich hier wieder ausdrehen machen. Wie mit Regis gestern. Da hat es auch so umgezickt und ewig gedauert, bis es drin war. Und es war später drin. Ich bin sehr, sehr geduldig. Du kannst nicht von mir entkommen. Ich werde immer weiter Bälle schmeißen, bis du irgendwann drin bist, Rekwarze. Du verzögerst es dein Gefangenwerden nur heraus. Und immer wenn ich in Ohnmacht falle, dann erhöht sich sogar mein Ansporn, dich zu fangen. Ja, Rekwarze. Du stehst ja einem ganz anderen Trainer gegenüber als die, gegen die du Nummer 1 einmal antrittst, ne? Diese Schleimscheiße wie Maike zum Beispiel oder diese Schwuchtel wie Heiko. Ja. All die würden vielleicht aufgeben, dich zu fangen. Aber ich fange dich! Alter! Und jetzt fange ich schon an, Bullshit zu reden. Phase 1 beginnt, Leute. Phase 1 beginnt. Jetzt setze ich nur meinen Timer bei ein. Nein! So, ich fange dich jetzt mit dem Nestball. Wenn es jetzt drin ist, raste ich aus. Okay. Du bist nichts weniger wert als ein Nestball, Rekwarze. Ich beleidige ihn jetzt. Vielleicht hat es irgendeinen Sinn. Ich fange dich mit einem Nestball, weil du weniger wert bist als ein Pokémon mit unter Level 20. Ach scheiße, das ist schon wieder falsches Save geladen. Von diesem scheiß Rekwarze. Und ich sollte nicht anfangen zu singen. Jetzt bleib doch drin. Bleib drin. Du bleibst jetzt drin, ja? Du grüner Kackbuhn. Warum sage ich Kackbuhn? Mensch, gleich kriege ich einen Wutanfall, wenn es noch so weitergeht. Drinnen, damit das klar ist. Du scheiß grüner Wichser, regt mich auf. Ball kaputt. Ball weg. Ball. Ah, verdammt, tot. Okay, nochmal. Ball kaputt. Ball aus, draußen. Ball draußen, tot. Okay, ich mach's noch einmal. Wenn ich verliere, dann mach ich's offscreen. Dann fang ich auch Rekwarze offscreen. Weil ich dann keine Lust mehr drauf habe, auf diesen Müll hier. Auf diesen grünen Wichslappen. Ach Gott.
Komm schon, der Scheiß dreht sich gleich. Ich krieg jetzt auch gleich einen Wutanfall, ich schwör's euch, Leute. Mann! Alter, was soll denn der Müll? Okay, es ist drin. So, schauen wir uns den Pokédex-Eintrag von Rayquaza an. Von Rayquaza wird ein Eintrag im Pokédex angelegt. Rayquaza, Himmelhoch, Größe 7 Meter, Gewicht 206,5 Kilogramm. Rayquaza lebte für hunderte Millionen Jahre in der Ozonschicht und stieg nie zur Erde hinab. Dieses Pokémon lebt von Ursach und Partikeln aus der Atmosphäre. Interessanter Eintrag. Und dieses Pokémon ist Hauptteil des nächsten Let's Plays in Höhen. Ja, das Smaragd-Let's Play kommt als nächstes, als Höhen-Let's Play, sag ich mal. Und als letztes Höhen-Let's Play. Ja, und damit mit diesem Rayquaza verabschiede ich mich jetzt und fliege wieder zurück nach Wurzelheim. Und denkt nach, was ich alles in diesem Let's Play erlebt habe. Bis dann, Leute. Bis zum nächsten Let's Play. Pokémon Kristall. Ciao, Leute.